die Regression, das Abstellungen der imperativen Vorstellungen und die Rückkehr auf die primitivste Form der Aktion, nämlich des Atmens, ist also jener Trick der Zen-Stoiker. Die Wiedereroberung dessen, was sich einmal selbst vollständig genügt schon hatte, aber vergessen werden musste in Versklavung auf das Dritte hin, wieder zu erobern, wieder zurück zu erobern für sich selber, indem dann die Übung darin besteht, zu bemerken, dass das ja vollständig ausreicht und man nichts anderes benötigt als dieses Heben und Senken des Brustkorbes in Nachahmung dessen, was auch nichts anderes tut, nämlich diese Binsen zum Beispiel oder das Meer.